Das China-Abenteuer von Felix Magath ist nach 1,5 Jahren beendet. Der Vertrag des Ex-Bundesliga-Trainers beim Superliga-Club Shantong Lunengesetz wird nicht verlängert. Mehr zum Thema nach 1,5 Jahren, Co-Trainer packt aus, so ist es wirklich mit Magath. In China Interesse an Ex-BVB-Trainer, geht Thomas Tuchel zum FC Bayern Chinas. Bundesliga-Legende im Interview, Z. Roberto, bei Magath war es wie beim Militär, der auslaufende Vertrag von Trainer Felix Magath bei Shantong Lunengesetz wird nicht verlängert. Dies gab der Club aus Yinan, der in der chinesischen Superliga gespielt, am Freitag bekannt. Der langjährige Bundesliga-Coach hatte seit Sommer 2016 im Reich der Mitte gearbeitet. Engagement war effektiv und befruchtend. Felix Magath hat sich den Respekt des Clubs und seiner Fans erarbeitet. Sein Engagement war effektiv und befruchtend, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Der 64-Jährige hatte Shantong Lunengesetz in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg bewahrt, in der diesjährigen Saison kam das Team auf den 6. Platz. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Magath von Co-Trainer Kevin Stotz getrennt. Der 27-Jährige berichtete nach der Trennung über die Zeit mit Magath in China und die hohe Trainerfluktuation in der Superliga. Vor seinem Engagement in China war Magath als Teammanager beim FC Fulham aktiv. In der Bundesliga wurde er mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg insgesamt dreimal deutscher Meister.